Guten Tag und willkommen zu NDR Info. Wir haben die Nachrichten für den Norden. Das neue Jahr, es startet in den Hamburger Schulen heute genauso wie das alte aufgehört hat, mit Maskenpflicht und Corona-Tests. Denn die Angst ist groß, dass sich die neue Omikron-Variante des Virus gerade dort, wo viele ungeimpft sind, nämlich in Schulen, noch schneller verbreiten wird. Die Inzidenzen steigen also und Omikron ist auf dem Vormarsch. Die Zeichen könnten also durchaus besser sein für den Schulstart im Norden. Und nachgefragt dazu jetzt bei Katharina Seiler in Berlin. Bis eben haben sich ja die Kultusminister beraten. In wenigen Minuten startet die abschließende Pressekonferenz. Kann denn der Präsenzunterricht aufrechterhalten werden? Die Gesundheitsminister der Länder, die beraten ja ebenso. Lauterbach will am Freitag bei der Bund-Länder-Konferenz dann verschärfte Maßnahmen verabschieden. Nach Ihrer Einschätzung ziehen da dann alle mit? Dankeschön für diese Informationen, Katharina Seiler in Berlin. Tötungsaufrufe in Chatgruppen auf Telegram sind offenbar keine Einzelfälle. Recherchen von tagesschau.de ergaben, dass es seit Mitte November praktisch täglich zu solchen Gewaltaufrufen kommt. Sie richteten sich gegen Personen aus Politik, Wissenschaft, Medizin, Behörden und Medien. Mehrfach wurden unter anderem Bundeskanzler Scholz, Sachsens Ministerpräsident Kretschmer und auch Gesundheitsminister Lauterbach als Ziele genannt. Nach SPD, Grünen und FDP unterstützt nun auch die Union eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier. Wie CDU-Chef Laschet bestätigte, beschlossen die Präsidien der Unionsparteien auf einer Videokonferenz eine entsprechende Empfehlung an die eigenen Wahlleute. Steinmeier habe eine hohe innenpolitische Anerkennung und Wertschätzung und eine besondere außenpolitische Kompetenz, so Laschet. Knapp 6 Wochen vor der Bundesversammlung kann das Staatsoberhaupt damit auf breite Zustimmung zählen. Ja, die Fernzüge der Deutschen Bahn, die haben sich im vergangenen Jahr wieder deutlich häufiger verspätet. Im Schnitt kamen laut Bahn nur rund 75% der ICE- und IC-Züge pünktlich ans Ziel. Vor 2 Jahren waren es noch knapp 82%. Als Gründe für die schlechteren Zahlen wurden unter anderem die Lokführerstreiks sowie die Sturmflutschäden im Westen Deutschlands genannt. Ein Zug gilt dann als verspätet, wenn er mehr als 6 Minuten zu spät ankommt. Ja, sie haben sich Dinge ausgeliehen, nicht wieder zurückgebracht und sie stattdessen weiterverkauft. Mit dieser Masche sollen 2 mutmaßliche Betrüger fast 1,5 Millionen Euro verdient haben. Sie hatten sich auf Baumaschinen wie zum Beispiel Bagger oder auch Radlader spezialisiert und diese dann mit gefälschten Papieren gemietet. Sogar ein eigenes Gewerbe sollen sie angemeldet haben. Seit heute stehen sie dafür in Braunschweig vor Gericht. Für ein Mädchen und 3 Jungen aus Wolfsburg im Bistum Hildesheim startete das neue Jahr gleich mit einer ganz wichtigen Reise. Als Sternsinger durften sie ihren Segen nach Berlin ins Kanzleramt bringen. Dort empfing sie erstmals Olaf Scholz in seinem neuen Amt als Regierungschef. Ja, so schön strahlten die bunten Lichter des Hamburger Hafens, bevor heute der Morgen graute. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es war ein grauer und trüber Tag im Norden. Und das bleibt leider auch erst mal so. Während es morgen immer wieder regnen kann, sind Richtung Wochenende auch Schnee- oder Schneeregenfälle möglich. Das Ganze bei Temperaturen zwischen 1 und 6 Grad. Und das war NDR Info. Nachrichten für den Norden finden Sie auch in der NDR Info App immer und überall. Und hier geht es jetzt weiter mit Leopard, Seebär und Co. Wir melden uns dann in einer Stunde wieder. Macht's gut.